herzlich willkommen zu einem neuen Video von Flower Designers, kreativ mit Kathi, das bin natürlich ich. Und ich freue mich immer sehr, dass ihr dabei seid zu einem neuen Video. Ich habe heute zwei Sachen für euch. Also ich mache einmal so eine kleine Außendeko vor die Haustür mit euch zusammen und dann zeige ich euch jetzt nochmal meine Bäumchen, wie es funktioniert. Ich hoffe, das wird nicht zu lang. Ich gucke jetzt halt wie immer mal so zwischendurch. Aber anfangen werde ich jetzt mal mit meiner Außendeko. Und dafür habe ich das jetzt mal ein bisschen so hingestellt, dass ihr das dann seht, wenn ich das dekoriere. Weil wenn ich es jetzt auf den Tisch stelle, dann ist es zu hoch und dann seht ihr mir das nicht mehr. Ich habe hier wieder so einen wunderschönen Baumstamm. Und in der Mitte ist ein Loch. Ich tue mir mal meine Christrose nochmal raus. Kranz. Also im Prinzip ist es egal, was für ein Baumstamm das ihr da verwendet und wie hoch das er ist. Ihr müsst halt zum Schluss einfach schauen, dass die Proportion zum Baum halt dann einfach wieder mit dazu passt. Ich habe den letztes Jahr schon mal als Bäumchen geschmückt, da habe ich aber einen Moosbaum drauf gebunden. Deswegen ist da jetzt auch noch so altes Moos. Und der hat jetzt hat sogar schon ein Loch in der Mitte gehabt. Also der ist jetzt hier vorne so aufgerissen. Da habe ich jetzt einfach alte, ich glaube das waren Hartriegelzweige reingesteckt. Ihr könnt aber auch einfach irgendwelche Splitstäbe oder sowas nehmen, was ihr halt habt. Und entweder ihr bohrt euch das Loch vor oder ihr habt das Glück wie ich, dass schon ein Loch da ist. Da habe ich dann ganz viel Heißkleber rein und dann einfach das Moos reingestopft, dass das dann auch Halt hat. Das bewegt sich zwar so ein bisschen, da mache ich nochmal ein wenig, aber es hält, es knickt nicht um oder sowas. Wenn ihr das dann bohrt, dann könnt ihr euch ja schauen, dass das dann auch wirklich genau passend ist. Und dann habe ich nochmal aus meinen richtigen Tannenresten einfach ein relativ schlampiges Kränzchen gebunden. Also die habe ich gar nicht arg klein geschnitten und immer wieder dann drum rumgelegt und gebunden und auch einfach nur mit diesem blau geglühten Draht, weil jetzt draußen ist es ja egal, wenn es ein wenig rostet, außer ihr habt jetzt irgendwelche schönen Fliesen. Und den stülpe ich mir einfach mal drüber. Und den könnt ihr auch nur für draußen verwenden, weil so diese geschnittene Tanne, wenn ihr da irgendwo ein Bäumchen habt, die nadelt ja brutal. Also wenn ihr die im Haus könnt ihr die nicht haben, da liegt euch alles rum. Außer ihr sprüht mit Sprühkleber ein oder sowas. Und dann habe ich jetzt noch eine schöne Christrose. Ich habe jetzt die auch erstmal noch in der Wohnung gehabt, bestimmt schon eine Woche oder sowas, dass mir schön die Blüten für euch ein bisschen aufgehen, dass ihr das schon mal schön sehen könnt. Da kommen auch unten schon wieder schöne. Die habe ich jetzt in Alufolie eingepackt und habe mir drumherum weißes Filz. Und die kommt jetzt so an die Seite mit rein. Und jetzt stelle ich es nämlich nach unten, dass ihr das auch seht, wie ich das Bäumchen binde. Ich war nämlich schon wieder Stecken sammeln. Also ich habe schon wieder was gefunden. Ich war ein bisschen auf der Suche nach Hartriegel, den habe ich auch gefunden. Aber mein Hartriegelplatz vom letzten Jahr, das haben sie im Frühjahr komplett niedergemacht. Also da, ich glaube, der braucht jetzt erstmal wieder 2, 3 Jahre, bis man da mal wieder ein bisschen was abschneiden kann. Der Arme. Deswegen musste ich mir ein neues Plätzchen suchen. Und da waren auch so wunderschöne riesengroße Ligusterbüsche und die waren schon so richtig schön bemoost, die Zweige. Da waren schon fast keine Blätter mehr dran bei vielen und immer noch so ein paar schwarze Bärchen, aber halt eben das Bemooste fand ich halt so toll dazu. Und habe jetzt eigentlich gedacht, ich mische das jetzt mit dem Hartriegel, weil ich das mit diesen dunklen Beeren so toll fand. Aber mir ist jetzt wieder dann was ganz anderes eingefallen, als ich jetzt eben daraus ein Bäumchen mit euch mache. Weil ich jetzt vor der Haustür mir für die Ausstellung schon eins gemacht habe aus Tanne und das aber einfach nicht hält und immer wieder umfällt und das jetzt eigentlich schon echt mitgenommen aussieht. Jetzt suche ich nur meinen Draht nebenher und da kommt jetzt eben was Neues hin. So, da habe ich jetzt auch einfach wieder meinen schwarz geglühten Draht. Da mache ich mir jetzt oben einfach erstmal was schön fest.
Und ich will jetzt auch gucken, dass ich noch ein bisschen höher komme, weil mir das sonst auch fast zu klein ist. Ich lasse mir hier jetzt gleich mal was mit da. Und dann schneide ich mir auch gleich zwei, drei Stücke. Da muss ich das nicht immer wieder zwischendurch machen, sondern kann mir die halt immer gleich holen. Gute Vorbereitung ist alles, ne? So. Lege ich mir jetzt mal dahin. Und jetzt habe ich hier so einen schönen langen Ast. Ihr könnt jetzt Äste verwenden, die ihr halt so jetzt noch habt, wenn ihr schöne große bemooste Zweige habt. Vielleicht auch schön mit Schlehenzweige. Es ist bestimmt auch total toll. Mag ich auch sehr, sehr gern und passt wunderschön zur Christrose. Oder Hartriegel. Geht auch. Es gibt ja auch diesen grünen oder gelben Hartriegel. Den könnt ihr ja genauso verwenden. Das muss ja jetzt nicht unbedingt der rote sein, wenn euch die Farbe jetzt zur weißen Christrose stört. Und den lasse ich mir jetzt eben vom Ast her nochmal ein bisschen weiter nach oben rausstehen. Und dann mache ich mir die jetzt erstmal fest. Schön festzwirbeln. Das ist hier fast zu eng heute bei mir. So was hätte ich jetzt oben für euch auch immer echt schlecht machen können, wahrscheinlich mit dem Filmen. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt da unten sind. Aber was jetzt die Außendeko betrifft, ist bei mir sowieso noch, also wir haben außen vor der Haustür, habe ich eigentlich fast keinen Platz für Deko. Da geht es bloß drei Treppen hoch und links und rechts ist nur ein bisschen Platz. Und dann geht es schon zum Treppenaufgang runter. Und Terrasse brauche ich ja jetzt im Moment nicht dekorieren. Da ist ja jetzt bei dem Wetter dann doch keiner draußen. Aber so vor der Haustür mit ein bisschen Lichterkette ist jetzt, glaube ich, schon ganz schön. Und jetzt bindet ihr euch das jetzt einfach mal oben zusammen, immer wieder. Und dann ergibt sich da ja automatisch wie so ein kleines Bäumchen. Ich gucke, dass ich die Christrose jetzt auch gar nicht so arg verdecke. Ich habe mir jetzt meine Äste befestigt und wenn jetzt der eine oder andere mal wirklich so ganz rausgestochen ist, dann habe ich mir auch wirklich mal so ein kleines irgendwie abgeschnitten und dann jetzt, der fällt mir noch auf, den mag ich jetzt nicht ganz so. Den lasse ich jetzt auch weg, der ist jetzt ein bisschen arg klein. Aber wenn es ein wenig längere waren, die habe ich jetzt wie jetzt den einfach dann nochmal ein bisschen zusätzlich festgemacht. Und dann möchte ich das da oben natürlich nicht so lassen, dass man da den Draht und alles so sieht. Das werde ich mir jetzt noch ein bisschen umwickeln. Ich habe nochmal ein wenig die Reste von diesem weißen Filz. Die mache ich vielleicht auch einfach so, dass es unten nochmal ein bisschen wiederholt ist, weil die Christrose ja mit dem eingepackt ist. Lasse ich die vielleicht da nochmal ein bisschen so durchkommen. Und dann habe ich noch so altes Seil. Da ist jetzt auch so ein bisschen weiß noch drüber. Das finde ich jetzt, glaube ich, ganz passend. Und ich denke, dass ich das jetzt so drumherum wickeln werde. Mal gucken, ist gar nicht so einfach, wenn das alles so buschig ist. Ich hoffe auch, ihr könnt das ganz gut erkennen. Jetzt gehe ich einfach mal ganz rum bis oben.
dann nochmal zurück. Die Lücken ein bisschen ausfüllen und dann ist es ein bisschen wie so ein Mützchen. Das finde ich, glaube ich, noch ganz gut. Ich muss dann auch noch mal einen Schritt zurückgehen und mir das anschauen. Ich habe mir jetzt einfach noch mal ein paar richtige Zapfen mit unten reingelegt. Das könnt ihr auch schon machen, bevor ihr die Äste drüber legt. Da tut ihr euch vielleicht ein bisschen leichter. Ich schmuggel die jetzt halt so durch. Die letzten auch so langsam. Also es ist echt krass, was ich dieses Jahr heute so alles verarbeitet habe. Da muss ich jetzt dann echt über den Sommer wieder ganz fleißig sammeln gehen. Ja, das mit den Zapfen, das ist noch ganz schön. Da haben wir noch so ein bisschen was in der Tiefe. Und dann bin ich einfach mit einem Silberdraht nochmal so ein bisschen drumherum, weil mir das dann ein bisschen zu wild war. Und habe so die einzelnen Ästchen so ein bisschen mehr gebändigt. Finde ich auch ganz schön. Ich habe jetzt am Anfang den Bouillondraht genommen, aber das müsst ihr eigentlich nicht. Der ist dann doch sehr fein. Da könnt ihr den von der Spule nehmen und drumherum gehen. Und ihr könnt gerne da ja auch schon eine Lichterkette reinmachen, wenn ihr jetzt nur das Bäumchen machen wollt. Dann kann man die jetzt auch richtig schön mit drüber legen. Ich denke, dass das sehr schön ist, wenn da ein Licht mit drin ist. Oder es verträgt wahrscheinlich auch sogar. Zwei Christrosen, eine hinten, eine vorne. Ich habe jetzt bloß die eine, die andere habe ich so jetzt mit verschafft. Nochmal auch, die lasse ich jetzt erstmal noch ein bisschen drinnen und dann kommt sie, glaube ich, in den Flur. So, mache ich jetzt da noch mal ein bisschen fest. Und dann ist das Ganze jetzt ein bisschen gedrückter, also ein bisschen mehr in Baumform. Da spiele ich jetzt noch ein bisschen rum und gucke auch, dass die Christrose da wirklich die Blüten so ein bisschen zur Geltung kommen. Da kommt schon die nächste Knospe. Da freue ich mich, wenn die aufgeht. So, ja. Dann muss mein grüner, schöner Zapfen, glaube ich, fast bis nächstes Jahr warten, bis er zum Einsatz kommt. Aber der wird ja nicht kaputt. Und dann habe ich mein Bäumchen für die Haustür mit meiner Christrose. Und ich glaube, ich werde es auch so lassen. Da wird bei mir nichts mehr dazukommen. Ich hebe es euch nochmal ein bisschen hoch. Da siehst du das ein bisschen mit dem Baumstamm aussehen könnt und das finde ich jetzt ganz passend. Man könnte da jetzt auch wieder ein bisschen Schneespray verwenden oder sowas. Oder ihr könnt den Kranz unten natürlich auch mit Moos binden oder vielleicht da auch schon so ein weißes Filz verwenden. Und ich habe das jetzt aus dem Grund gemacht, weil ich eben mein Bäumchen, das ich dann daneben stelle, aus der Tanne mit gebunden habe und da kommt jetzt eben meine Lichterkette mit rein. Da habe ich noch eine, die muss ich aber, ich tue mir da Plastiktüte rum, das ist jetzt nichts, das ist jetzt keine, die direkt für draußen ist. Ich bin aber bei mir steht es jetzt auch ein bisschen geschützter. Ich werde mir da jetzt einfach ums Batteriegehäuse ein bisschen eine Plastiktüte mal rummachen und werde es da ein wenig verstecken und dann gucke ich mal, wie lange sie hält. Ich habe für draußen keine mehr da. Ja, und die wird jetzt da drum rumgewickelt und dann habe ich eben da mein Lichterobjekt dazu. Den habe ich mir ganz einfach gebunden aus dem Rest. Also ich hatte, wie gesagt, auf meinem Baumstamm hinter mir einen Stamm mit so Splitstäben auch gemacht und habe dann obendrauf einen Baum aus Moos gebunden und den dann so ein bisschen ausdekoriert
mit auch schon dem Seil war mit drin und eine Lichterkette. Und es stand jetzt noch genau so, wie ich es letztes Jahr runtergeräumt habe bei mir im Keller. Und war jetzt gar nicht mal so schlecht, weil ich mir gedacht habe, komm, das nehme ich jetzt für draußen. Und habe das jetzt einfach nochmal anders alles verwendet. Und freue mich jetzt dann, wenn es draußen steht. Ich hoffe, dass der Wind nicht wieder so arg geht. Bei uns geht zurzeit echt immer ganz schrecklicher Wind. Jetzt die letzten Tage war es ganz gut, wo der Schnee lag. Aber jetzt melden sie ja schon wieder mildere Temperaturen. Und dafür windig. Und das ist jetzt wirklich dann gar nicht meins. Also. Aber gut, dann machen wir es uns drin wieder schön gemütlich. Solange es die Kinder halt aushalten. Irgendwann wollen sie ja mal raus. Das Thema Weihnachtsmarkt müssen wir auch nochmal in Angriff nehmen. Das war wieder so das Paradebeispiel für das, was man sich ganz toll vorstellt. Mit Kindern schön besinnlich auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, Schokoladen-Nikolaus abzuholen, gemütlich einen Kinderpunsch und einen Glühwein zu trinken. Ja, und dann ist mir wieder alles Besseren belehrt worden, dass das mit Kindern auch ganz anders sein kann. Also meine Große, die hat mir, glaube ich, komplett eine Stunde lang durchgeheult. Weil ihre beste Freundin aus dem Kindergarten ein Engelchen war und beim Nikolaus mitlaufen durfte und keine Zeit hatte, mit ihr zu spielen und sie kein Engelchen war. Ja, und das war sehr dramatisch. Ganz vollkommen nachvollziehen. Aber ich war dann ganz froh, dass ich wenigstens einen Glühwein hatte und der war dann auch relativ schnell leer und der Weihnachtsbesuch war dann auch relativ schnell beendet. Deswegen müssen wir das auf jeden Fall nochmal wiederholen. Ich denke, das machen wir auch nach dem Kindi, wenn mal ein bisschen weniger los ist. Das ist für die Kinder auch immer sehr, sehr viel, wenn so viele Leute auf einem Platz sind. Majuna, der war zufrieden mit seinem Schoko-Nikolaus. Und das ist jetzt eben das Bäumchen, das ich dann daneben stelle. Es ist jetzt wirklich nicht schön bei mir vor der Haustür, das jetzt hinzustellen und euch das zu zeigen oder zu filmen. Deswegen werde ich es jetzt nochmal hier aufdekorieren und irgendwie schauen, dass ich mit der Kamera schön drüber komme. Weil es bei uns dann doch noch ein bisschen Baustelle ist. Also irgendwie, nee, da fehlt mir noch so. Deswegen zeige ich das aber eben nochmal hier und das wird einfach so daneben gestellt. So. Und weil wir dann eben beim Thema Bäumchen sind, habe ich euch ja jetzt schon versprochen, euch nochmal die Bäumchen zu zeigen, die ich jetzt aus diesen Stäben gemacht habe. Ich habe die Stäbe auch jetzt nochmal auf Amazon gefunden, falls ihr die im Baumarkt nicht findet. Die sind immer 50 Stück gepackt und auch gar nicht so teuer. Also für das habe ich jetzt, glaube ich, auch wieder so ungefähr 25 Stück verwendet und habe das halt eben in Baumform geklebt. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt dann einfach nochmal und werde dann das nächste in weiß machen. Und als Stecke ist es eben jetzt halt, entweder ihr hängt auch an die Wand als Wandschmuck oder ihr macht jetzt da unten mit Splitstäbe nochmal eine Verlängerung und nehmt es auch dann irgendwie als Stecker vor die Haustür oder sowas, Lichterkette mit rein, wenn ihr wollt. Und dann sieht es mit Sicherheit auch ganz toll aus. Das kann man auch bestimmt nochmal erweitern und vergrößern. Ich habe das jetzt wieder geklebt mit Holzleim und zeige euch jetzt die schnelle Variante, aber einfach nochmal mit Heißkleber. So, jetzt habe ich kurz mal ein bisschen umgebaut. Dann habe ich hier jetzt wieder meine Stäbchen und jetzt muss ich selber nochmal gucken, wie ich den gelegt habe. Ich denke auch, dass ihr von der Größe her das ein bisschen beliebig machen könnt. Ich mache es jetzt auch mal ein bisschen schmaler, weil dann kann ich nach unten ein bisschen größer machen. Dann ist es als Stecker für draußen fast schöner. Und bei dem einen habe ich das jetzt, der hinter mir jetzt hängt, den habe ich jetzt aufgehängt.
Da habe ich mir ja die immer so ein bisschen rauslassen, dass es wie so ein Tannenbaum wirkt. Und ich glaube, den mache ich mir jetzt ganz gerade und modern. Und den werde ich mir auf weiß ansprühen und werde den nochmal ganz winterlich befüllen. Und ich denke auch nur so unten. Das mache ich für euch dann fertig und werde euch das dann zeigen. Ja, und ich glaube, den mag ich ganz schlicht so. Also meine Heißklebe ist jetzt bei euch wieder der Holzleim. Wobei ich jetzt meinen Holzleim doch schnell dazu hole und den dann zusätzlich mit verwende, weil wenn ich das draußen vor die Haustür stecke, dann brauche ich das ja. Also mache ich jetzt einen Streifen Holzleim und einen Klecks Heißkleber dazu. Und dann ist es ja so, dass dann eben die Lücke so entsteht und dann legt ihr wieder so rum an und dann wird es relativ gerade. Schwups und schwups. So, dann ist mein Riesenbäumchen fertig. Da habe ich jetzt 1, 2, 3, 5. 5-mal übereinander geklebt. An der einen bin ich jetzt auch ein bisschen krumm, das ärgert mich. Ich weiß jetzt nicht, wie das, warum, weshalb, aber gut. Ist jetzt so. Und das werde ich mir, wie gesagt, jetzt weiß besprühen oder vielleicht mit weißer Acrylfarbe anmalen. Die hat er jetzt halt ganz gut gehalten. Da habe ich ja die Osterhasen letztes Jahr schon mal angemalt mit Acrylfarbe für draußen. Und die gingen nämlich nicht weg und die deckt vielleicht ein wenig schöner. Und dann werde ich mir das weiß anmalen, mache mir das winterlich, mache mir unten dann einen Draht rein oder nochmal so Stecker. Also einen dicken Draht irgendwie so umbiegen und werde mir das dann irgendwie, ich könnte mir das jetzt sehr gut vorstellen, in einen Kübel, wo dann einfach Moos unten drin ist und wo man das dann als Bäumchen irgendwie reinsteckt. Ja, wie gesagt, ich mache euch das aber jetzt fertig. Ich möchte jetzt nicht, dass das Video allzu lang wird. Jetzt bei meinem hinter mir habe ich so weiter umwickelt, jetzt auch nochmal ein bisschen anders geschmückt wie die Sternchen. Also ich bin jetzt ein bisschen mehr unten geblieben und ganz natürlich und relativ dicht, dass ich jetzt da einfach Rinde verwendet habe und auch nochmal ein bisschen natürlich. Lichterkette kann ich mir da auch wieder sehr schön vorstellen, wenn es was für draußen sein soll. Oder auch als Wandschmuck ist eine Lichterkette ja auch toll. Ja, dann mache ich hier noch weiter mit meinem Bäumchen und zeige euch das. Ich hoffe, ich konnte euch auch wieder ein bisschen Inspiration geben und euch kitzelt es jetzt in den Fingern. Mir ist es ja immer, wenn ich dann irgendwie was sehe, was mir gefällt, dann kann ich es immer gar nicht erwarten, bis ich dann anfangen kann. Also hoffe ich, geht es euch manchmal genauso, wenn ihr meine Videos gesehen habt. Wenn es so ist, dann lasst mir doch ein Abo da, für die, die noch keins haben. Ansonsten freue ich mich über jedes Like und riesig über eure schönen Kommentare. Ja, und dann höre ich jetzt auf, für euch zumindest. Und ja, wünsche euch trotzdem, bei uns ist es jetzt ganz regnerisch und eklig, das Wetter. Also das mag ich jetzt eigentlich gar nicht. Aber trotz alledem wünsche ich euch sehr schöne, kuschelige Tage, einen wunderschönen zweiten Advent und
Bleibt gesund und munter. Ich sage Tschüss und Ciao. Bis ganz bald, eure Kathi.